Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es, erstmal nur im Greenscreen. Ich bin seit einer Woche komplett dabei, von dem einen Raum in den anderen zu gehen, die Sachen umzubauen. Amazon muss die ganzen Sachen herschicken und viele von euch kennen das, die sich ihr eigenes wirklich richtig geiles Gaming-Equipment, Gaming-Zimmer mal aufbauen. Ich habe es 3 Jahre jetzt so gemacht, wie es irgendwie notwendig war und bin endlich in den Raum gezogen, wo ich immer hin wollte. Und dann prüft ihr alles, die Beleuchtung nochmal neu und die Kamera eventuell. Ich habe die Logitech C920 und als kleines Beispiel, Leute, die hat, als ich sie mir letztes Jahr gekauft habe, ungefähr 80 Euro gekostet. Die Logitech ist in der Preisklasse seit über 2 Jahren die beste Kamera auf dem Markt und kostet mittlerweile fast 200 Euro bei Amazon, weil so viele Leute sich die bestellen. Also, wenn ihr Gaming-Equipment haben wollt, ist es vielleicht nicht automatisch die beste Zeit jetzt gerade. Auf jeden Fall, ihr werdet jetzt komplett mit Content vollgehauen. Ich bin, sobald hier das letzte Sachen noch fertig sind, kommt der Greenscreen auf weg. Das ist jetzt erstmal nur für die nächsten 2-3 Tage, bis Amazon mir die letzten Sachen schickt. Manche kommen aus China, was komplett ewig dauert. Also und. Hoffen wir nur, dass wir aus China nicht noch was anderes bekommen als das, was wir bestellt haben. Wir haben gestern ein neues Update bekommen. Mit diesem neuen Update haben wir unter anderem die neue Map Express bekommen. Und viele OGs von euch werden sich genauso gefreut haben, wie ich das getan habe. Express habe ich das letzte Mal vor ungefähr 9 oder 10 Jahren mit Black Ops 2 gespielt. Express ist eine der geilsten Maps, die ich je gespielt habe und ich feiere es mega, dass sie wieder da ist. Sie spielt sich 1:1 wie die alte Express-Map, nur dass man bei einigen Zügen mehr Optionen hat, auf den Zug zu springen. Das war vorher immer eher nur etwas mehr durch Glitches und ähnliches möglich. Das heißt, jeder, der dieses alte Gefühl gerne wieder mal haben wollte, hat es jetzt. Dazu kommt, dass wir in der Map Express eine andere Farbkodierung haben. Das kann man daran schon sehr gut erkennen, dass die alte Farbkodierung ein bisschen an die 80er, 85er, also das Theme von Cold War, angepasst wurde, während wir aber die Farbenfroheit behalten haben. Farbenfroheit ist mit Sicherheit kein richtiges Wort, ist aber auch egal, ihr wisst, was ich meine. Das sorgt auf der neuen Map unter anderem dafür, dass wir endlich die Möglichkeit haben, Gegner bei Hintergründen, bei Wänden, bei Maps, bei irgendwo auf der Karte besser zu sehen. Das ist deutlich angenehmer als auf den anderen Karten. Express hat mir, ich habe gestern die ersten 2 Stunden mal wieder seit einer Woche gezockt und es hat mir richtig gute Vibes gegeben. Express ist eine extrem coole Map, macht extrem Spaß. Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr seit gestern oder vorgestern noch nicht online wart, ladet das letzte Update runter. Ihr kriegt ja auch unter anderem League Play, dazu kommen wir gleich. Das heißt, das Update braucht ihr sowieso. Gönnt euch ein bisschen Express, es ist eine coole Map. Und ich habe es eben gerade ganz kurz erwähnt und einige werden jetzt sagen, wie, was League Play jetzt nicht erst nach einem halben Jahr, jetzt schon nach nur 3 Monaten. Ihr habt richtig gehört. League Play wird ab Montag 18 Uhr europäische Zeit für uns alle spielbar sein. Und wir müssen aber ein bisschen differenzieren. League Play bedeutet nicht automatisch, dass wir das gleiche gute League Play aus Black Ops 2 haben. Die nächsten League Plays danach waren absolute Grütze. Black Ops 3 League Play, absolute Grütze. Es hat ungefähr 1 Stunde gedauert, um eine Lobby oder ein Match zu starten, weil man so viel Sachen entscheiden musste. Bis dahin ist meistens einer rausgeflogen, dann konnte man mit dem Team aber nicht wieder rausgehen, weil man eine Strafe bekommen hätte und konnte 1/2 Stunde nicht joinen. Dann musste man seine Zeit umstellen, um dann wieder joinen zu können. Also Chaos. Black Ops 4 League Play am Anfang absolut schlecht. Also wirklich noch schlechter als Black Ops 3. Nach einem halben Jahr und nach vielen Updates wurde Black Ops 4 League Play besser, war aber noch annähernd nicht so gut wie Black Ops 2 League Play. Dann hatten wir League Play in World War 2. Ich würde es jetzt League Play nennen, weil es die Entwickler so genannt haben. Jeder, der es gespielt hat, weiß, mit League Play an sich hatte das nicht viel zu tun. Ganz komische Diamant-, Bronze-, Goldränge, die nicht funktioniert haben, wo man teilweise reingeworfen wurde. Deswegen, ich bin voller Vorfreude, dass League Play dieses Mal und schon nach 3 Monaten, was eigentlich traurig ist, es sollte von Anfang an in einem COD sein, aber anscheinend sind die Entwickler mit allem um die 3 Monate zurück. Das heißt, League Play am Montag mit dem Update, was ihr gestern oder vorgestern, wann es jetzt genau bei euch kam, hat sich so ein bisschen pro Stunde variiert. Sobald ihr das runtergeladen habt, das Update, könnt ihr ab Montag League Play spielen. Es wird nichts mehr extra dazukommen, außer vielleicht so ein winziges kleines Update, denn es gibt wieder 1-2 kleine Bugs und Bugfixes, die jetzt wieder reinkommen müssen. Die erzähle ich euch jetzt auch noch. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, was die Bugfixes sind, werde ich euch erzählen. Nur kurze Info, es kam zu dem neuen Update auch noch eine neue Zombies-Map. Und diese Zombie-Map heißt Firebase Z, glaube ich.
Ihr wisst, ich bin kein Zombie-Spieler. Ich habe es im Stream vor ein paar Wochen das erste Mal probiert und Zombies hat auch ein paar Runden Spaß gemacht, aber ich habe von Zombies keine Ahnung. Das heißt, wenn ihr darüber Infos wollt, müsst ihr leider woanders gucken. Ich könnte euch jetzt aus dem, was man zusammensammelt, da ein paar Infos drüber geben. Es könnten aber komplett falsche Infos sein und Zombies ist auch nicht mein Kernpunkt. Deswegen, Leute, das leider überspringen. Tut mir leid für euch. Nebenbei haben wir aber leider etwas heute feststellen müssen, neben League Play, was jetzt kommt, was ein großes Problem ist und was eigentlich auch wieder nur dafür sorgt, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann und sich fragen kann, schon wieder, mal wieder, immer noch. Ganz viele Warzone-Player berichten seit heute Nacht, beziehungsweise seit heute Morgen oder gestern Nacht, heute Morgen, dass in Warzone, egal welchen Modus sie spielen, keine Hitmarker mehr verfügbar sind. Das bedeutet, sobald ihr auf einen Gegner schießt und auch wenn ihr ihn trefft, in die Brust, in die Hand, in den Fuß, in den Kopf, ihr kriegt kein haptisches Signal mehr. Das heißt, wenn ihr Controller-Vibration anhabt, vibriert euer Controller. Wenn ihr es aushabt, dann seht ihr, beziehungsweise hört ihr den Hitmarker. Ihr seht es beim Gegner, dann wird dieses Pfeilkreuz darauf etwas größer. Zeigt an, dass ihr Schaden gemacht habt. Das sagt eurem Hirn beim Aim, dein Aim ist gut, bleibt drauf. Wenn ihr keinen Hitmarker bekommt, gerade auf Entfernung, habt ihr keine Ahnung, ob ihr ihn jetzt getroffen habt oder nicht. Und euer Hirn sagt auf dem, was ihr erkennt, nee, du hast ihn nicht getroffen, du musst anders zielen. Anscheinend haben sie es geschafft, dass mit diesem Update die Hitmarker einfach bei ganz, ganz vielen, ich würde sagen, von den Berichten her sieht es aus wie 80% der Spieler, dass die verschwunden sind. Es kann natürlich sein, dass ihr, während ihr dieses Video seht, dass schon ein Hotpatch oder ein Hotfix oder ein Update kommt. Es kann aber auch sein, weil Wochenende ist, dass wir damit jetzt 2 oder 3 Tage leben müssen, bis Montag dann vielleicht ein kleines Hotfix kommt oder ein kleines Update, wo dann sozusagen alles, was jetzt im Update schon drin war, wie League Play freigeschaltet wird und die Hitmarker dann auch zurück sind. Wir haben mit dem Update aber noch mehr Sachen bekommen. Unter anderem sind die Rocket Launcher gebufft worden. Leider nicht so, dass man sie für sein Dark Matter Grind wirklich nutzen kann oder besser nutzen kann als vorher. Aber eventuell hilft diese Buff einzelnen Leuten von euch. Ich werde ab morgen, das heißt, wenn ihr das Video seht, morgen einschalten. Ich werde ab morgen Nachmittag schon wieder beim Stream dabei sein. Das geht auch mit Greenscreen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Thema Dark Matter auf Twitch TV Schepperfeuer anfangen. Wenn ihr Lust habt, mir in den nächsten Wochen und Monaten in den Stream zu folgen, könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Ihr werdet live sehen, wie sich ein bisschen der Raum hier noch verändert. Das heißt, alles, was eigentlich gerade hinter mir ist, könnt ihr aktuell nicht sehen. Ihr werdet es demnächst sehen. Es kommt das Warzone-Turnier Ende Februar, wozu ihr auch noch Infos bekommt. Ich habe noch Videos zu PUBG aufgenommen. Das heißt, Leute, ich kann euch nur versprechen, ich werde euch mit allem versorgen, was ihr wollt. Unterstützt mich gerne genauso weiter, wie ihr es bisher getan habt. Ihr seid wirklich die Besten. Deswegen einen Daumen hoch, auch für euch, für mich vielleicht. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Aber nochmal zu den Buffs und Fixes aus dem Update. Der Sigma-Werfer hat folgendes Problem gehabt. Ihr habt 4 Schüsse mit diesem Raketenwerfer in Hardcore gebraucht, wenn euer Gegner Kugelweste hatte. Das bedeutet, ihr habt eigentlich in Hardcore, was sonst der beste Modus für sowas ist, keine Chance gehabt, den Gegner zu töten. Denn selbst wenn er keine Kugelweste hatte, habt ihr immer noch 3 Schüsse aus direkter Entfernung mit dem Raketenwerfer gebraucht. Der Schaden von dem Sigma ist jetzt so geändert worden, dass ihr in Hardcore maximal, wenn ihr ihn in der Nähe trefft mit dem Impact-Radius, nur noch 3 Schüsse braucht. Nur noch, sage ich und versuche dabei nicht doll zu lachen. Weiterhin ist der Harp endlich gefixt worden. Ihr habt das Video von mir vor 3 oder 4 Wochen gesehen, als ich einmal analysiert habe. Das Ursachen- oder das Ursprungsvideo kam von Exclusive Ace und einem Marksman, warum der Harp eigentlich nicht funktioniert. Und ich hatte es ja damals nicht rausgefunden und Exclusive Ace und Marksman haben es rausgefunden. Die Problematik war, sobald ihr einen Störer aufgebaut habt, der Gegner einen Störer aufgebaut habt oder irgendeiner auf der Karte, dass die ganze Zeit der Bereich im Harp nicht mehr, ich sag mal, registriert wurde und ihr konntet dann weder die Gegner da sehen noch sonstiges. Das ist mit dem Update gefixt worden und in der Stunde habe ich gestern 3-mal den Hater in 6 oder 7 Runden erspielt und so wie es aussah, hat der Hater durchgängig oder der Harp ordentlich funktioniert. Das heißt, darauf können wir uns auch freuen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum viele von euch wegen League Play mit Sicherheit begeistert sind, aber wirklich etwas bedenken sollten.
Keiner braucht erwarten, dass Skill-Based Matchmaking als Thema auch nur annähernd angerührt wird mit diesem Update und mit League Play irgendwie Skill-Based Matchmaking verschwindet. Ganz im Gegenteil. Skill-Based Matchmaking wird genauso in League Play natürlich sein wie im Multiplayer. Das ist gut für uns, denn wir wollen ja in League Play mit Absicht schwitzen, um vielleicht mal richtige Belohnung, das wäre mal was Schönes, um in die höchste Liga aufzusteigen, um da vielleicht für CWLs zu trainieren oder für Wager-Matches oder sonstiges. Aber Skill-Based Matchmaking im Multiplayer wird nicht rausgenommen, nur weil es jetzt im anderen Modus, also im League-Play-Modus ist. Das könnt ihr vergessen, könnt ihr streichen, wird nicht passieren. Ja, natürlich, jeder von uns kann hoffen, dass die richtigen Ultraschwitzer jetzt mehr Bock haben, anstatt Public zu spielen, in den League-Play-Modus wechseln. Das ist eine Hoffnung, die jeder haben kann. Die kann ich euch nicht wegnehmen. Ich kann sie euch nicht bestätigen, denn ehrlich gesagt, wir wissen es aktuell nicht. Ich glaube aber nicht, dass sich unser Public-Spielerlebnis großartig durch League Play ändern wird. Nichtsdestotrotz habe ich mit Skill-Based Matchmaking in League Play überhaupt kein Problem, denn ich kann nachverfolgen, gegen welche Leute spiele ich, in welcher Liga bin ich, wie viele Punkte hole ich, bin ich in der Top-Liga. Wenn ihr wisst, ihr seid in der höchsten Liga und kämpft um die höchsten Platzierungen und kriegt vielleicht noch irgendwas, zum Beispiel die Top 50 in der Diamantliga kriegen alle zwei Wochen, keine Ahnung, als Beispiel, 500 COD-Points oder sonstiges, dann schwitzt ihr auf etwas und wisst, wofür ihr es macht, aber nicht im Public-Modus, wo wir einfach nur Spaß haben wollen. Das heißt, wie der League-Play-Modus umgesetzt ist, was es für Public heißt, werden wir erst ein paar Tage nach dem Release am Montagabend wissen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und es testen und natürlich werden wir darüber sprechen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Das heißt, Leute, lasst gern ein Like da. Ich freue mich so sehr, wieder zurück zu sein. Ich habe euch wirklich vermisst und das sage ich nicht so. Es ist wirklich so. Kuss geht raus, macht euch einen schönen Abend, habt viel Spaß.